Herzlich willkommen bei Kickers TV, dem Rothosen-Talk hier im Würzburger Maritim Hotel. Wir wollen heute Abend mit Gästen über die aktuelle Lage beim FC Würzburger Kickers sprechen, zum einen, aber auch ein Stück weit über den Tellerrand hinausblicken. Wir haben Gäste aus einem anderen fränkischen Zweitligastandort hier, mehr dazu später. Zum sportlichen Teil begrüße ich ganz herzlich bei uns unseren Cheftrainer. Herzlich willkommen, Bernd Hollerbach. Freie Wahl, bleibt da sitzen. Und er ist nicht alleine gekommen, sondern hat den Mann mitgebracht, der den Würzburger Weg der neuen Zeit von Anfang an mitgeht, kommt aus dem hohen Norden, fühlt sich, glaube ich, im Frankenland ganz wohl. Herzlich willkommen, unser Innenverteidiger Clemens Schopenhauer. Bernd, du hast am Wochenende gesagt, nach dem Spiel in Bochum, das ist eine normale Situation. Alles, was vorher war, war nicht normal. Ja, vorher lief es natürlich immer sehr gut. Die letzten 2,5 Jahre sind wir ziemlich verwöhnt vom Erfolg. Und jetzt haben wir, obwohl wir es eigentlich nicht schlecht gemacht haben, die ersten Spiele, sagen wir bis auf Heidenheim, das hat mir nicht so gut gefallen, haben wir eigentlich zu wenig Ertrag für den Aufwand, was wir betrieben haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine Mannschaft auch wieder in Bochum gesehen, die in einer schwierigen Situation war und trotzdem viele junge Spieler dabei gehabt haben, die sehr mutig waren. Wir haben versucht, das Spiel vorher zu entscheiden mit dem 2:0, haben es leider nicht gemacht. Und dann ist die Liga halt schon stark und ja, ist der Gegner auch immer in der Lage, immer ein Tor zu machen. Und ist natürlich dann ärgerlich, dass wir das Spiel noch verloren haben, aber so ist es im Fußball, damit muss man auch umgehen und damit werden wir auch umgehen und müssen jetzt wieder die Woche Kräfte sammeln, dass wir jetzt am Wochenende wieder mal wieder ein schweres Spiel mit Fürth, dass wir da wieder eine gute Leistung zeigen können. Clemens, Bernd hat es eben schon angesprochen, es ist halt gut aus den Startlöchern gekommen, das Spiel gegen Braunschweig auch da, war deutlich mehr drin als der eine Punkt, auch wenn man das Spiel gesehen hat. Ist es dann vielleicht so ein Knackpunkt, wo man ins Überlegen kommt, wenn man sagt, ja, wenn dieses Spiel anders gelaufen wäre, das ist natürlich alles jetzt hätte, aber sind es so kleine Momente, dieser schmale Grat, wo man sagt, da nimmt man dann eben nochmal einen Wind mit und dann läuft der Rest danach ganz anders? Nee, ich denke, dass wir auch jedes Spiel hier, gerade in der zweiten Liga, bei Null wieder beginnen und sicherlich ist es ärgerlich gewesen, gegen Braunschweig so spät den Ausgleich zu kassieren, aber das arbeitet man auf und dann ist der Fokus auch immer ganz schnell wieder auf das nächste Spiel gerichtet. Und dementsprechend muss dann auch jedes Spiel wieder von Null begonnen werden und ja, da blendet man sowas eigentlich dann auch schnell aus. Bernd, inwieweit bist du als Profi, als einer, der quasi schon jede Situation erlebt hat, auf dem Feld oder an der Seitenlinie, Wie geht man an so eine Situation jetzt ran, wie man sie jetzt aktuell hat? Also ich habe das Gefühl, ihr findet da gerade eine gute Balance, auch nicht zu verkrampft, jetzt da an diese Geschichte ranzugehen. Nein, man muss halt, ich habe es im Vorfeld auch immer schon gesagt, wo viele immer geglaubt haben, das geht ewig so weiter, sondern man muss die Spiele analysieren, muss darüber reden, was man nicht gut gemacht hat, dann auch darüber reden, was man gut gemacht hat und muss halt aus den Fehlern lernen. Man darf die Entwicklung ja nicht vergessen, Herr Clemens weiß es ja, er ist schon seit der Regionalliga hier, wir sind jetzt so schnell nach oben gekommen und ja, trotzdem macht es die Mannschaft gut, trotzdem haben wir, glaube ich, 28 Punkte, also das darf man mal nicht vergessen und natürlich ja, muss man sich dann wieder aufs Wesentliche konzentrieren, das ist das nächste Spiel, ja. Einfache Sachen machen, aufs Wesentliche konzentrieren und ich glaube halt, dass die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, ja, jetzt mir halt Hoffnung macht, dass wir schnell wieder ein Erfolgserlebnis haben werden und da arbeiten wir dran und ich finde, es hat die Mannschaft dieses Jahr sehr, sehr gut gemacht. Nun hatten wir vor dem Spiel gegen Bochum die Situation, dass du umstellen musstest, also zwei gesperrte Spieler mit Diaz und Neumann. Letztlich hast du dich für 5 Änderungen in der Startformation dann unterm Strich entschieden. Hast dafür auch sehr viel Lob bekommen, leider keine Punkte. Also wenn man Gerd-Jan Verbeek dann auch im Nachgang gehört hat, dass er schon damit die erste halbe Stunde ein Problem hatte, um zu sehen, wie spielen diese Würzburger hier. Inwieweit reift da so der Gedanke dann wirklich? Es ist ja auch ein Risiko dabei. Ja klar, aber ich reagiere immer nur darauf, was mir die Spieler anbieten. Ich habe in der Saison jetzt
nur zwei Spiele gesehen, wo ich nicht so zufrieden bin. Das war Karlsruhe und jetzt Heidenheim. Da hat mir das eine oder andere nicht gefallen. Deswegen, ja, Clemens weiß das, bin ich immer für klare, ehrliche Worte. Und ne, wenn dann die Leistung nicht stimmt, dann ja, haben dann andere hinten dran auch mal eine Chance verdient. Und die Jungs haben es gut gemacht. Es ist natürlich auch menschlich, wir sind alle keine Maschinen und wir dürfen alle nicht vergessen, wo wir herkommen. Das sage ich ja immer wieder. Das habe ich auch nach dem Stuttgart-Spiel gesagt, wo wir 13-0 gewonnen haben, ne, wo ich gesagt habe, wir brauchen noch 13 Punkte, wo viele geglaubt haben, das geht immer so weiter. Das ist eine verdammt enge Liga und für 3 Punkte muss man sehr, sehr viel investieren. Und da habe ich mir halt dann Gedanken gemacht, wie kann man den Gegner ein bisschen überraschen, ne, traut sich die Mannschaft das zu, wir reden ja immer drüber, traut ihr euch Dreierkette zu, die müssen sich auch wohlfühlen. Ich habe viele junge Spieler reingebracht jetzt mit dem Sebastian Ernst oder mit dem Taffi wieder, die sind alle Anfang 20 und ich finde, ja, sie haben es gut gemacht. Wenn wir das 2-0 machen, denke ich, ja, die Chance war da. Geht das Spiel anders aus, aber so ist es manchmal im Fußball, es sind Kleinigkeiten, auf dem Niveau, wo wir uns jetzt bewegen, ja, muss man seine Chancen nutzen und dann gibt es auch wieder eine andere Wendung, aber so ist es halt mal. Jetzt haben wir die Situation, ich glaube, wir gehen damit gut um, wir lassen uns nicht verrückt machen, wir sind normal geblieben, was gut läuft, gut gelaufen ist die Mannschaft, wir haben das immer richtig eingeordnet und jetzt versuchen wir halt auch wieder normal zu bleiben, wenn man mal das eine oder andere Spiel verliert. Würdest du die Situation auch als normal bezeichnen? Ich meine, du kommst aus Bremen, bist wahrscheinlich auch andere Zeiten gewohnt. Ja, also das ist wirklich völlig normal, dass auch mal eben eine schwächere Phase kommt. Die letzten 2 Jahre, die liefen natürlich auch immer perfekt. Wer weiß auch, wofür das gut ist, dass man jetzt eben mal eine kleine Durststrecke hat. Aber es stagniert hier keiner. Alle geben Vollgas. Man hat ja auch im Spiel gegen Bochum gesehen, dass wir, denke ich, die bessere Mannschaft waren, uns eben aber nicht belohnt haben. Und dann ist es wichtig, aus so einer Phase auch zu lernen, also gestärkt hervorzugehen, eben auch mal eine schwächere Phase mitzunehmen, aber die dann auch zu überwinden. Also ich denke, gerade das wird einen stark machen und die Entwicklung weiter vorantreiben. Bernd hat das eben gerade gesagt, er ist einer der klaren Worte. Wie hört sich das dann an oder wie nimmt man dann sowas auf? Also wenn du dann eine Stunde vor Spielbeginn dann wirklich siehst, wenn die Aufstellung, wenn er euch nochmal vor der Abfahrt dann ins Stadion dann sagt, das ist die Startformation und dann sind plötzlich 5 neue da, mit 2 hat man vielleicht gerechnet, mit dem 3. auch. Zeichnet sich in der Woche aber schon ab. Mal so, mal so. Also letztendlich muss jeder Spieler immer damit rechnen, dass er spielen kann. Also es ist ja so, wir trainieren die Woche über und bereiten uns auf den Tag X bzw. auf den Moment X vor. Und dann muss jeder Spieler einfach da sein und auf seine Chance eben hoffen und die Leistung dann bringen. Ja, und dass Fehler angesprochen werden müssen, ist vollkommen klar. Und ich denke auch wichtig. Und ja, so zeichnet sich das dann auch, also zeigt sich das dann auch wieder. Aus Bremer Zeiten anderes gewohnt? Ja, da wurde schon eher mal um den heißen Brei rumgeredet, was nicht unbedingt vorteilhaft ist. Ist das eine Nordkrankheit? Du hast ja auch ein paar Einblicke. Ja, zu meiner Hamburger Zeit war es eigentlich, ja, da waren wir in anderen Tabellenregionen. Also von daher, da wurde auch immer Klartext geredet. Und ich glaube auch nur das, ne, bringt eine Mannschaft weiter. Ich kann den Spielern natürlich erzählen, was sie hören wollen. Ja, dann bin ich wahrscheinlich ein beliebter Trainer oder ne, alle lieben mich, aber wir haben keinen Erfolg. Letztendlich ja, ist das unser Beruf. Das habe ich immer gesagt. Das ist ein Unterschied, ob ich irgendwas als Beruf mache oder ob es ein Hobby ist. Ja, und ich muss alles, ne, was in meiner Macht liegt, für Kickers Würzburg tun, weil ja, uns geht es allen gut. Wir haben ja, hier ein gutes Arbeiten, gutes Miteinander und wir wollen Erfolg haben. Und es ist eh für uns schwierig, weil die Schere natürlich ziemlich weit auseinander geht. Das weiß der Haag am besten. Er ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre im Profibereich. Zweite Liga, dritte Liga ist natürlich das Fernsehgeld auch alles ein sehr, sehr großer Unterschied. Und für uns ist jetzt dieses Jahr einfach wichtig, dass wir die Klasse erhalten. Dann haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Inwieweit erschwert jetzt so ein Spiel wie in Bochum für dich die Situation? Du hast jetzt einiges geändert. Es kommen wieder 2 zurück. Er wird zwar fehlen, die Mannschaft dann umzubauen oder inwieweit geht man dann da vor, wo man sagt, eigentlich, das Ergebnis mal ausgeblendet, war das ja ein sehr ordentlicher Auftritt. Ja klar, ich mache mir mit meinem Trainerteam, es bin ja nicht nur ich, sondern auch Peter, Lamin, Golli und ja, wir unterhalten uns immer, wir
ähnlich wie Fürth es wahrscheinlich mit uns macht. Ne? Beobachten wir den Gegner, analysieren die und überlegen uns halt dann, wie was am besten passt. Ne? Manchmal ist es auch eine Entscheidung aus taktischer Hinsicht, dass man irgendwas versucht. Und natürlich müssen wir vor dem Spiel immer Entscheidungen treffen. Ja, man kann nicht immer richtig liegen. Also, ne? Nach dem Spiel wissen wir es alle besser, die Experten sowieso. Und trotzdem machen wir uns halt immer die ganze Woche Gedanken und haben es jetzt, glaube ich, die letzten 2,5 Jahre haben wir nicht alles verkehrt gemacht. Schoppe, wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf diese letzten 2,5 Jahre, wir haben jetzt gerade das Fürth-Spiel vor der Tür. In deiner ersten Saison hast du gegen die Amateure der Spielvereinigung noch in der Regionalliga gespielt. Das ist, glaube ich, sowas, wenn man dann hierher kommt und natürlich eine Vision, die es gibt, aber ich glaube, du bist so ein bisschen, Trainer darf mir gerne ins Wort fallen, so das Musterbeispiel auch der Entwicklung. Ja, also für mich, als ich mich damals entschieden habe, hier den Weg in Würzburg mitzugehen, habe ich persönlich nicht damit gerechnet, wurde aber Gott sei Dank eines Besseren belehrt. Mir wurde hier auch aufgezeigt, dass wenn man eben an seine Träume, Visionen glaubt und hart dafür arbeitet, dass man eben auch alles erreichen kann. Man kann sich eigentlich meist nur selbst irgendwelche Grenzen setzen. Und da war das enorm, was das für eine Entwicklung hier in so kurzer Zeit auch war. Was sind dann die Punkte, die dann nochmal Kräfte freisetzen? Ist es das, dass man sieht, dass sich die Arbeit lohnt? Ich persönlich, natürlich Mannschaftsgedanke, klar, aber ich persönlich auch entsprechend weiterkomme und so wieder der Mannschaft helfen kann? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt ja auch immer im Training, dass es immer wieder besser wird und besser geht und auch, dass man in den Spielen, die anstehen, bestehen kann, sei es ganz am Anfang in der Regionalliga gewesen oder dann eine Klasse höher in der dritten Liga und dann, als wir in der zweiten Liga angekommen sind, hat man auch eben gemerkt, geht alles, also kann ich schaffen und dann sieht man eben auch, dass sich der ganze Aufwand vorher gelohnt hat. Was glaubst du, was Schoppe als große Eigenschaft mitbringt, die ihn weiterbringt, außer der Trainer natürlich? Ja, Schoppe ist eigentlich für jeden Trainer angenehm, weil er immer an sich arbeitet, ist bei vielen Leuten nicht erkannt worden, alle haben sie gesagt, ne, er hat das Talent nicht oben zu spielen, ich habe das ja öfter schon gehabt, auch in Wolfsburg mit einem Robin Knoche oder es gibt ja immer, wenn man an sich arbeitet und fleißig ist und zuhört, dann wird man weiterkommen, das ist ja gar keine Frage. Ja, und er ist halt auch nach dem Training immer noch einer, der an seinen Schwächen arbeitet, sich verbessern will und deswegen ist er auch jetzt mit uns den Weg als einer von wenigen von der Regionalliga bis in die zweite Liga mitgegangen und er macht hier einen hervorragenden Job, auch in der zweiten Liga und ich traue ihm mehr zu. Ich sage es meinen Spielern immer, ich traue euch manchmal mehr zu wie euch selber. Ich habe es ja erlebt, auch bei den anderen Clubs, wo dann auf Schalke mit Schmitz, Moritz, Matip, Edu, spielst du auf einmal Champions League Halbfinale oder Vizemeister. Also wenn du eine gute Gemeinschaft hast und wenn alle für den Erfolg arbeiten und leidensfähig sind, dann ist es keine Frage, dass man dann nach vorne kommt. Ja? Aber da können jetzt auch Situationen dazu wie jetzt, wo man dann auch gegen Widerstände ankämpfen muss, wo man ruhig bleiben muss, wo man noch enger zusammenstehen muss. Und dann entwickelt man sich wieder weiter und dann lernt man auch wieder viel daraus. Die Lehre aus dem Spiel in Bochum ist A, ein gutes Spiel gemacht, leider verloren und Clemens Schopenhauer die 5. gelbe Karte. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Im Nachhinein ärgere ich mich auch über die gelbe Karte. Hätte ich definitiv anders lösen können. Aber da muss man sich auch fragen, oder ich muss mich vorher fragen, wie konnte es vorher zu den anderen 4 gelben Karten kommen? Und irgendwann gibt es die Situation nun mal. Ja, wie gesagt, ist ärgerlich, aber muss ja weitergehen. Inwieweit sieht dann für dich eine Woche anders aus, wenn du am Wochenende definitiv nicht spielen wirst? Ja, ich kann die Zeit nochmal für mich nutzen, um eventuell an meinen Schwächen zu arbeiten oder auch nochmal ein bisschen intensiver zu trainieren. Man muss sich am Wochenende ja nicht auf den Punkt, man muss nicht auf den Punkt fit sein am Wochenende und da kann man vielleicht nochmal ein bisschen über seine Grenzen hinausgehen am körperlichen Arbeiten und dann nächste Woche wieder angreifen. Bernd, mach uns Mut für das Spiel am Freitagabend. Es sollen ganz, ganz viele kommen. Es gibt noch ein paar Karten.
gegen Fürth. Hinspiel, glaube ich, war auch ein tolles Ergebnis, auch die wenigsten mitgerechnet haben seinerzeit. Ja, gut, es wird natürlich wieder ein sehr, sehr schweres Spiel. Die Fürther haben jetzt einen anderen Geist wie vorher, glaube ich. Ich glaube, dass der Trainerwechsel bei denen ja, was gebracht hat. Es ist ein anderer Zug drin und es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Ja, das ist keine Frage, aber wir werden wieder ja, alles versuchen, dass wir die 3 Punkte hier behalten werden. Der Hack, ne, die Mannschaft wird natürlich alles versuchen, die 3 Punkte mit nach Fürth zu nehmen und dann werden wir dann am Freitagabend dann wissen, wer sich letztendlich durchgesetzt hat. Ich hoffe abschließend, wie läuft für dich dann ein Spieltag ohne Einsatz ab? Tribüne. Ich werde auf die Tribüne gehen mit meiner Frau zusammen und wahrscheinlich mit mehr Spannung das Ganze verfolgen, weil ich nicht eingreifen kann. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass wir 3 Punkte mit zu Hause behalten. Bernd, Samstag wird dich wahrscheinlich wenig interessieren. Samstag, Sonntag, Montag, närrische Zeit hier in Würzburg, Faschingsumzug. Die Leute, deine Spieler im Kader werden sich darauf einstellen müssen, dass sie den Faschingszug in Randersacker absolvieren. Schoppe weiß ja gar nicht, was Fasching ist. Der kommt ja aus Bremen, ich war ja in Hamburg auch, da gab es nur Lila B, es war einmal irgendwie so eine Veranstaltung, da gibt es kein Fasching. Also haben wir Rheinländer, Schoppe? Ist man so Rheinländer? Oder? Ich weiß gar nicht. Ja, also jetzt gucken wir erstmal, dass wir Freitag ordentlich spielen und dann schauen wir mal, ob wir ja, ein bisschen Fasching feiern können. Aber jetzt gilt es erstmal am Freitag. Lieblingsverkleidung zum Abschluss von Clemens Schopenhauer? Boah. Als Bremerhavener ist das schwierig. Ja? Also ja. Ich würde sagen Fisch. Das unterschreibe ich. Ja. Wir sagen vielen, vielen Dank für eure Aussagen zur aktuellen Situation bei den Würzburger Kickers. Ich glaube, wir sind alle nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Dürfen wir auch sein angesichts der Punktausbeute. Wir sind natürlich nicht dagegen. Wir haben noch ein kleines internes Duell mit einer fränkischen Tabelle, die wir natürlich gerne machen. Ob wir sie am Freitag auch noch machen, werden wir sehen. Wir drücken euch die Daumen, sagen vielen, vielen Dank für euer Kommen. Herzlich Dank, Clemens Schopenhauer und Bernd Hollerbach. Und wir sind nach einer kleinen Pause zurück hier mit dem Rothosen-Talk aus dem Maritim Hotel in Würzburg. Bis gleich. Fußball-Bundesliga mit den Würzburger Kickers. Am Freitag gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. 18.30 Uhr. Flyer Alarm Arena Würzburg. Die Kickers. 90 Minuten. Ein Leben lang. Zurück bei Kickers TV. Herzlich willkommen beim zweiten Teil des Rothosen-Talks hier im Würzburger Maritim Hotel. Und wir haben Gäste aus Franken hier bei uns, wo wir ganz besonders stolz drauf sind, der Präsident der Spielvereinigung Greuther Fürth und Vizepräsident der Deutschen Fußballliga, DFL. Herzlich willkommen, Helmut Hack. Hoppa. Ja, hallo. Vielen Dank für den Besuch. Jetzt müssen beide weg. Und zusammen mit Daniel Sauer, dem Vorstandsvorsitzenden des FC Würzburger Kickers, wollen wir ein Stück weit über den Tellerrand hinausblicken. Herzlich willkommen, Daniel Sauer. Herr Hack, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier nach Würzburg zu kommen. In einer Woche zweimal, Freitag, da kommen wir nicht umhin. Da müssen Sie hierher kommen, aber ich glaube, Sie kommen gerne nach Würzburg. Darf ich hoffentlich, ja. Ich darf hoffentlich wieder heimfahren. Selbstverständlich. Lassen Sie uns querbeet das Thema Profifußball in Deutschland streifen. Sie kennen A, die Sorgen und Nöte eines Vereines wie der Spielvereinigung Greuther Fürth und zum anderen das große Ganze im Blick als Ihre Position als Vizepräsident der DFL. Wenn Sie sagen,
wenn wir auch auf den kleinen Fußball schauen wollen, dann müssen wir den großen Ganzen auch im Blick behalten. Und da sagen Sie sogar nicht nur national, sondern auch international. Ja klar, das wird jetzt natürlich etwas was ganz anderes, als wir gerade von eurem Trainer gehört haben. Weil es natürlich so ist, dass wir alle am Ende im Profifußball sein wollen. Aber es ist nur Platz für 36 Vereine. Dass wir 18 in der zweiten Liga haben und von denen möchte jeder am liebsten auch in der ersten Liga spielen. Warum? Was er gerade gesagt hat, die Schere geht ja immer weiter auseinander. Und Herr Sauer, Sie wissen, dass wir darüber natürlich auch tunlichst immer in der zweiten Liga streiten, dass wir mehr Geld wollen, im Übrigen auch immer mehr Geld haben. Die Menschen wollen immer mehr, die müssen noch mehr haben. Ne? Dann müssen wir einfach auch die Zusammenhänge schon sehen, ohne dass ich das jetzt ganz, ganz langatmig machen wollen will. Es heißt ja so schön, ohne Spitze gibt es auch keine Breite. Das können wir natürlich jetzt weiter vertiefen. Und wie ist das Verhältnis von der zweiten Liga zur dritten Liga? Ihr kommt ja von der dritten Liga und ihr wisst, wie viel Geld ihr da bekommen habt und wie das jetzt in der zweiten Liga schon ausschaut. Aber klar ist eins, wenn wir international nicht erfolgreich sind, wenn wir keine Bayern haben, so sehr sie da eine mag oder nicht mag, die haben das große Geld, die sind ein Riesenkonzern geworden, machen jetzt über 600 Millionen Umsatz. Jetzt frage ich nicht nach dem Umsatz der Würzburger Kickers, ich weiß nur, da sind wir Lichtjahre entfernt davon. Dann ist es ganz klar, da haben wir kein Zugpferd. Und wenn wir international einfach nicht erfolgreich sind, dann werden wir irgendwann natürlich auch das in der Breite, auch in der zweiten Liga spüren. Denn die Menschen wollen am Fernsehen, wollen top Fußball sehen. Und wenn Bayern München und Dortmund und Schalke immer absaufen und wenn der Europa League einfach immer wieder rauskommen und die Spanier immer alles absahnen, was heißt das dann? Dass der deutsche Fußball insgesamt leidet, dadurch ist er weniger attraktiv, dadurch gibt es schlechtere Fernsehverträge und wenn wir schlechtere Fernsehverträge haben, kriegt ganz klar natürlich auch die Zweitliga weniger Geld. Also wenn die gut sind, wenn die erfolgreich sind, dann haben die zwar immer mehr Geld als wir und noch mehr Geld und die Differenz wird noch größer, aber wir haben auch mehr. Und die Frage ist nur, wie wir mit dem Geld, das wir haben, das uns zur Verfügung steht, Herr Sauer, dann am Ende des Tages auch umgehen. Also die Spreizung wird da sein, sie wird bleiben, aber wir brauchen die Spitze. Und wir müssen auch Sky, die nun einfach viel Geld zahlen, dem müssen wir auch gute Leistung anbieten. Denn am Ende, wenn nichts gegengehen, wenn wir nur jedes Wochenende Würzburger Kickers gegen die Spielvereine Greuther Fürth zeigen oder Sandhaus gegen Fürth, dann ist das nicht so entscheidend, als wenn wir hoffentlich auch eine spannende erste Liga haben. Da ist ein nächstes Problem. Es macht auch keinen Spaß. Es ist auch für das Fernsehen und für die Zuschauer dauerhaft langweilig, auch für die internationalen Betrachter langweilig, wenn immer nur Bayern Meister macht. Und diesen Spagat, diese Spreizung, das ist die echte Aufgabe. Daniel, Helmut Hack hat vorhin auch gesagt, 2 Jahrzehnte bei der Spielvereinigung Greuther Fürth jetzt in Amt und Würden. Ist es dann ein Vorteil für einen Verein wie die Würzburger Kickers, die von einer, was die Gelder angeht, sehr, sehr schmalen Basis kommen oder einen sehr, sehr schmalen Ausgangswert haben und letztlich über jeden Euro froh ist, den es mehr gibt? Ja, also zunächst mal nach diesem ersten intensiven Jahr, wo ich jetzt dabei bin, wenn ich da 20 Jahre aushalte, dann bin ich erstmal froh. Aber natürlich nichtsdestotrotz ist es für uns dieses Jahr, ist die Schere oder sind wir am unteren Teil der Schere jetzt, wenn man zweite, erste Liga vergleicht, angekommen, logischerweise. Aber ebenso wie der Herr Hack sagt, ist es natürlich jetzt auch ein massives Problem, wenn ein Verein wie wir oder ein anderer Verein dann in die dritte Liga wieder absteigt. Also da kann man vielleicht wirtschaftlich mal ein Jahr überleben, aber wenn der MSV Duisburg jetzt dieses Jahr nicht den Aufstieg schafft, dann werden die auch massive finanzielle Einschnitte wahrscheinlich haben werden und von daher ist es schon wichtig, dass, wie gesagt, dass in der Spitze der deutsche Fußball erfolgreich und spannend ist und dass wir mit der zweiten Liga die Zuschauer siebtstärkste Liga in Europa haben, ist, denke ich, auch ein Faustpfand. Das ist auch in den letzten Jahren extrem sehr gut entwickelt und der Herr Hack hat diese Entwicklung auch mitgemacht. Das war vor 20 Jahren in der zweiten Liga sicherlich auch noch anders. Und von daher müssen wir da einfach auch jeden Tag weiter Vollgas geben und daran arbeiten, dass diese zweite Liga weiterhin auch so attraktiv bleibt. Wie schafft man das jetzt in Ihrer Eigenschaft als DFL-Vizepräsident und Präsident eines Zweitligisten, wenn diese TV-Verträge, wie sie jüngst ja neu abgeschlossen wurden, die wenigsten waren irgendwo mit zufrieden? Sie haben das gerade relativ vernünftig und ordentlich erklärt, aber das ist natürlich schon ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Das ist klar, ein Riesenspannungsfeld, aber einfach zum Mitdenken.
Die zweite Bundesliga hat einen realen Wert im Moment von rund 120, 130 Millionen bestenfalls. Die zweite Bundesliga bekommt jetzt in der Saison 17, 18 oder im Schnitt der nächsten 4 Jahre 250 Millionen Fernsehgelder. Das heißt, sie wird, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, das ist einfach Realität, sie wird in hohem Maße von der ersten Liga mit subventioniert. Das müssen wir ganz einfach mal wissen als Ausgangsposition. Und wenn wir die zweite Liga anschauen und sagen, okay, welche Probleme haben wir und Würzburg bekommt noch weniger oder was, viele würden mit uns gerne tauschen. Die zweite Bundesliga macht einen Umsatz in diesem Jahr erstmalig von 600 Millionen. Umsatz 600 Millionen, im Vorjahr 500 Millionen. 100 Millionen Steigerungen. Wenn wir vergleichen, was macht die erste Liga in Holland, dann machen die 450 Millionen, die erste Liga in Holland. Wie viel Umsatz macht Österreich? Raten wir mal, knappe 200. Das heißt, die zweite deutsche Bundesliga macht einen Umsatz, natürlich aus Fernsehen, aus Spieleinnahmen, aus Sponsoring, aus allem, was dazugehört, von 600 Millionen. Und ich glaube ganz einfach, das ist eine richtig gute Basis, auf der ein ordentlicher Verein gut wirtschaften und gut leben kann. Und deshalb sage ich das, ich bin ja an der Schnittstelle zur dritten Liga ständig. Nicht als Fürth, sondern wieder in meiner Eigenstand als Vizepräsident von der DFL, aber auch im DFB. Wir sagen, wir müssen den Absteigern Fallschirm mitgeben, 500.000, damit sie nicht ins Bodenlose fallen. Ich war vor 2 Jahren in Abstiegsgefahr. Für mich das Schlimmste, was da passieren kann, wenn es in einem Verein, dahin kommt ihr noch, dass ihr mehr Infrastruktur habt, dass ihr mehr Kosten habt als heute. Heute ist er ja schön schlank, schön lean, schön spritzig. Wird sich alles im Laufe der Jahre, wenn ihr euch weiterentwickelt, ändern, dann sind die Basiskosten ganz einfach größer. Und das war für mich eine Horrorvorstellung. Ich muss den Verein mit Nachwuchsleistungszentrum, mit einem eigenen Marketing, mit Mitarbeitern ohne Ende, mit was wir investiert haben. Und ich muss diese Basiskosten in der dritten Liga decken und bekommen Fernsehgelder 800.000 Euro. Wahnsinn. Wenn wir aber sagen, wir möchten der zweiten Liga mehr Geld mitgeben, denen die absteigen, damit sie das auffangen können, dann schreit die dritte Liga niemals mit uns. Und ihr wart auch dritte Liga. Denn die Zweitliga-Absteiger haben ja dann Vorteile. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Also an den paar Beispielen sieht man ganz einfach, wie kompliziert die Dinge miteinander verbunden sind und dass es jeder immer gerne verständlicherweise durch seine eigene Brille sieht. Deine Reaktion auf den Fernsehvertrag seinerzeit intensiv mit Helmut Hack diskutiert? Wir hatten schon ein paar intensivere Diskussionen darüber. Aber wie gesagt, für uns war das alles Neuland. Das ist vielleicht was anderes, wie wenn ein Verein, der jetzt schon mehrere Jahre in der zweiten Liga dabei ist und vielleicht ein bisschen höheres Standing vom Verein her hat und das ganze Thema schon ein bisschen länger mitbegleitet hat, ist es was anderes wie für uns. Wir sind jetzt erstmal happy, dass wir überhaupt Fernsehgelder aus der zweiten Liga, aus dem Topf bekommen. Und von daher denke ich, für uns, wo wir auch wissen, wo wir herkommen, ist nicht die Berechtigung, dass wir da jetzt groß aufstehen und sagen, wir finden das ungerecht. Also ich denke, für uns ist es, wie gesagt, wichtig, bodenständig zu bleiben, nur das Geld auszugeben, was wir haben. Und deswegen arbeiten wir im Moment dann einfach auch noch lean und werden das uns auch in Zukunft bewahren, so, weil, wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, wie, du warst auch selber dabei mit den Kollegen aus Duisburg, die vor dem Spiel in Duisburg aus der Presseabteilung da waren und wussten, dass wenn sie das Spiel heute verlieren, dass sie morgen nicht mehr für den MSV Duisburg arbeiten können. Von daher, glaube ich, ist es sinnvoller, lieber ein Team schmal aufzubauen und dann nach und nach nachzujustieren. Ich denke, das ist der richtige Weg und da befinden wir uns, glaube ich, auf einem guten Weg. Was könnten Sie uns Würzburgern mitgeben? Wir stoßen jetzt gerade an die Themen, die Sie schon anpacken, wenn ich Stadion um und Ausbau letztlich eine ganz große Geschichte. Ihr habt ein tolles Nachwuchsleistungszentrum mit einem tollen Trainingsgelände. All das sind Aufgaben, die dem Verein ja letztlich auch, was Nachwuchsleistungszentrum letztlich per Lizenzierung auch vorgestellt werden, die einfach als Pflicht erfüllt werden müssen. Sie sind da schon deutlich weiter, sind auch schon deutlich länger natürlich im Geschäft. Das sind natürlich Herausforderungen für einen Verein, der gerade aus der dritten Liga nach oben gekommen ist und schon das ein oder andere Problem hat mit dem Trainingsbetrieb der Lizenzmannschaft. Klar. Also zunächst einmal sage ich, das, was die Franken ja an sich haben und ihr sicherlich hier als Unterfranken in Würzburg auch,
bleibt schön auf dem Teppich und bleibt zuerst mal schön bescheiden und dankbar für das, was hier die Kickers einfach in diesen letzten Jahren erreicht hat. Ich ziehe den Hut, das sage ich nicht eigentlich, weil ich in Würzburg bin, das sage ich überall, was in diesem Verein sich in wenigen Jahren entwickelt hat, ist sensationell. Aber jetzt müsst ihr aufpassen, das nächste Jahr kommt auch und das Jahr nach dem nächsten Jahr kommt auch, dass ihr einfach dankbar und manches Mal auch demütig und vernünftig mit diesem Thema umgeht. Hier ist euch etwas ganz Tolles geschenkt. Und jetzt müsst ihr miteinander daran arbeiten, diese Geschichte mit Herz und mit Verstand und mit Maß und mit Ziel weiterzuentwickeln. Was sind für uns jetzt in unserer Infrastruktur die nächsten Schritte? Und übernehmt euch dabei nicht mit diesen Schritten, denn es kann ganz schnell auch anders gehen. Momentan habt ihr schön, ihr habt kurze Wege, ihr habt rasche Entscheidungen. Vieles ist dadurch, was ihr hemdsärmlich machen müsst, besser, als wenn ihr schon eine große Administration habt. Wenn ihr also es schafft, nächste Schritte zu planen, wenn ihr Sponsoren, wenn ihr die Menschen hier in Würzburg auf diese Reise mitnimmt und wenn die Menschen euch abnehmen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen können, sondern dass es Rückschläge geben wird, so jetzt momentan kurz temporär, wenn ihr damit richtig umgeht, ist es gut. Mein Problem in Fürth war ganz ständig. Fürth war 1996, als ich kam, anders als hier, am Ende. Da war nichts mehr da, da waren 50 D-Mark noch da und kaputtes Stadion. Und dann haben wir aufgebaut und haben entwickelt und sind aufgestiegen. Und dann ist der Erfolg gekommen, der ist einfach gekommen, zu schnell eigentlich gekommen. Wir waren immer Fünfter, Sechster, Vierter. Und dann haben die Leute gesagt, wir haben einen Präsidenten, der will nicht aufsteigen. Warum sind wir nicht Zweiter? Eigentlich müssen wir Zweiter sein. Natürlich will ich immer aufsteigen, wenn das geht. Das ist so hirnrissig, ich kann es überhaupt nicht scheinen, alleine schon wegen der Fernsehgelder, die da sind. Aber die Menschen gewöhnen sich eben an diesen Erfolg und nehmen diesen Erfolg als Maßstab. Und das meine ich, das wird der Moment sein, der für euch sehr, sehr wichtig sein wird. Wie geht ihr damit um? Gibt es da schon eine Formel, schön wäre es, wenn es die gäbe, damit umzugehen, Daniel? Man sieht es ja jetzt auch gerade eben, man hat mal 3 Spiele verloren. Das gab es halt unter Bernd Hollerbach in den letzten 2,5 Jahren schlichtweg nicht. Aber schon das ist ja ein aufkommendes Problem. Ja, wie gesagt, also ich denke, das ist eher, also wie es der Bernd auch sagt, Normalität. Das wird es im Sport immer geben. Ich habe auch schon als Sportler viele Durchstrecken mitgemacht. Das Entscheidende ist wirklich, dass man da gestärkt rauskommt und dass man auch da weiter dann einfach an sich arbeitet. Und vor allem auch in der Zeit, ich glaube, das haben wir hier auch immer betont, gerade wenn es gut läuft, fallen viele Sachen eben hinten runter, wo man aber auch die Augen aufhaben sollte. Also gerade in guten Zeiten sollte man sich auch ständig hinterfragen und gucken, ob denn alles optimal abläuft, ob jeder persönlich gerade alles dafür gibt. Ich denke, das ist auch wirklich ganz wichtig. Und dann sind es eben die Themen wie Demut und trotzdem Visionen zu haben oder Träume zu haben, um einfach auch, wie gesagt, da jeden Tag in die richtige Richtung zu marschieren, alle in die richtige Richtung zu marschieren, gemeinsam das ganze Thema zu stemmen. Und wenn dem irgendwann nicht so ist, dann muss man sich natürlich hinterfragen, warum das nicht so ist. Und wie gesagt, es ist wichtig, da demütig und hart an sich zu arbeiten. Und dann wird sich das immer auszahlen. Aktuelles Thema gerade in Würzburg, Herr Hack, ist Stadiongesellschaft mit städtischer Beteiligung. Aktuell gehört das Stadion dem Verein. Es gibt einen Grundsatzbeschluss einer städtischen Beteiligung an einer Stadionbetriebs GmbH beispielsweise, die in ferner Zukunft irgendwann mal gegründet werden soll. Vom Blick von außen, was wir aus Würzburg mitbekommen haben, jetzt Ihre umfassenden Maßnahmen am Stadion, die Stadt ist mit im Boot. Es war aber, also von unserer Seite aus, wir sind da sehr viel Kummer gewohnt, sehr viel Diskussion auch in der Öffentlichkeit, muss der Fußball unterstützt werden von öffentlicher Hand, diese Diskussion werden Sie sicherlich auch kennen, aber so wie es vorbereitet schien in Fürth und jetzt auch umgesetzt, hatte das Hand und Fuß, also dieses Geben und Nehmen mit der Stadt, Absichtserklärungen auch schon mal weitergedacht, sollte es dem Verein mal besser gehen, also das sind alle Eventualitäten. Zumindest liest sich das von der Ferne aus so. Was haben Sie mit dem Oberbürgermeister gemacht? Ja. Es schaut einfacher aus, als es ist. denn erstmal ist Fürth eine arme Stadt, Nummer eins. Zweitens, wir haben in diesen 20 Jahren von niemandem überhaupt nur einen Euro bekommen. Das, was wir gemacht haben, ich bezeichne es so, das haben wir mit unseren eigenen Händen geschaffen. Immer solide, immer vernünftig gewirtschaftet, trotzdem sportlich erfolgreich geblieben und für uns war noch ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir immer Transfers gemacht haben. Ohne Transfereinnahmen, die mir die Fans um die Ohren gehauen haben, hätte der Verein sich wirtschaftlich gar nicht weiterentwickeln können.
Auch das haben wir geschafft, fast so ein kleines bisschen die Quadratur des Kreises. Und wir haben dann eben ja auch ein Stadiongelände, das uns gar nicht gehört, das meine Vorfahren mal in den 80er Jahren verkauft haben, das wir gepachtet haben, ursprünglich bis zum Jahre 2006, dann haben wir den Vertrag auf 2014 verlängert, jetzt endlich auf 2050, denn sonst hätten wir an diesem Standort nicht investieren können. Und wir haben für Stück einfach weitergebaut, ob richtig oder falsch, weil ich gesagt habe, ich kann nicht Duisburg machen, ich kann nicht Aachen machen, ich kann ein großes Stadion irgendwo bauen und danach hilft mir, liebe Gott, wenn einmal das sportlich nicht läuft, wie wir das zurückzahlen können. Also sind wir Stück für Stück weitergegangen, haben, das habt ihr ja auch schon gemacht, haben schon 2003 waren wir der erste Verein überhaupt im deutschen Fußball, der eine Kapitalgesellschaft gemacht hat, den ganzen Profibereich dort hinein, dass wir professionell arbeiten konnten, ohne dass alle Mitglieder überall mitreden wollten. Das geht im Profifußball ganz einfach nicht. Dort, wo es ist, funktioniert es nicht. Es gibt viele Beispiele dafür, immer noch, auch in der ersten Bundesliga. Und dann habe ich immer gesehen, dass zugeschaut, dass in unserer KG das Eigenkapital gestimmt hat. Immer darauf achten, was ein ordentlicher Kaufmann machen muss, dass Eigenkapital und Fremdkapital in einem gesunden, vernünftigen Verhältnis stehen. Und dann, als die Zeit reif war, dass wir gesagt haben, wir können alle Immobilien mal rauslegen, dann haben wir diese Stadiongesellschaft gegründet, alleine zuerst gegründet, 100%iger Gesellschafter waren wir, haben 2 Millionen dafür eingesetzt. Und als dann der große Schritt kam mit der Haupttribüne, haben wir eine städtische Gesellschaft dazugenommen, nicht die Stadt, eine städtische Gesellschaft als 50%igen Gesellschafter. Warum? Weil ich wieder Geld brauchte, damit wir mehr Eigenkapital haben, damit wir vernünftig finanzieren können. War das wohlweislich ein langer Weg? Das war ein langer Weg, das war ein zäher Weg. Wenn ich Ihnen sage, auf wie vielen Grundstücken ich rumlaufen bin, wo wir vielleicht mal ein Stadion bauen können, und die alle gescheitert sind in den 20 Jahren. Das ist fast ein Buch für sich, bis wir da geblieben sind, wo wir jetzt sind. Wir fühlen uns auch wohl mit dieser Entscheidung. Es wird auch richtig schön, was wir da machen. Richtig schön. Wir haben schon in der Baustelle gespielt und da ließ sich schon erahnen, was dann mal werden wird. Aber das ist ja auch so das Thema, gerade auch, um eben Einnahmen generieren zu können, braucht es auch die entsprechende Infrastruktur. Daniel, Stand aktuell? Ja, also es braucht die Infrastruktur eben auch, weil wir noch einige Auflagen seitens der DFL erfüllen müssen, die wir einfach aktuell noch nicht erfüllen. Da sprechen wir nur von den Kapazitäten. Da ist ja ein Minimum von 15.000 gefordert. Das tun wir aktuell noch nicht. Da sind wir natürlich auch dankbar, dass wir da eine Übergangsfrist bekommen haben. Und von daher haben wir noch ganz andere Probleme. Also wir können uns noch gar nicht so richtig damit befassen, wie soll das ganze Thema in Zukunft ausschauen, sondern wir müssen erstmal noch die aktuellen Gegebenheiten auch auf Herz und Nieren prüfen, was ja aktuell auch gerade noch passiert und danach können wir erst fundierte Entscheidungen treffen, weil, wie gesagt, diese Woche ist ja auch viel diskutiert worden wegen der Verlängerung der Frist. Am 31.12. hätten wir einen Bauantrag abgeben sollen, da haben wir auf Fristverlängerung erbeten, weil wir einfach zum 31.12. mit den Auswertungen auch unserer Stadionplaner noch nicht so weit waren, die den aktuellen Standort eben noch nicht final geprüft haben und von daher hätte es doch gar keinen Sinn gemacht, da eine Art Masterplan oder Bauantrag zu stellen, weil der wäre jetzt im Februar schon wieder überholt gewesen. Von daher war es ganz sinnvoll, dass wir da noch ein bisschen mehr Aufschub bekommen haben und diese Themen müssen wir jetzt einfach aktuell prüfen und dann werden wir in den nächsten paar Wochen und Monaten wissen, wo die Reise hingeht. Herr Hack, wie schwierig ist es für Sie als Präsident der Spielvereinigung Greuther Fürth, quasi in der Nachbarschaft des ersten FC Nürnberg, trotzdem auch einen Profispielbetrieb zu finanzieren mit Sponsoren, nicht nur TV-Geldern? Dieser Schatten ist wahrscheinlich sehr, sehr lang, auch wenn die Klassenzugehörigkeit mindestens gleich ist. Ja klar, Nürnberg ist 4 oder 5 Mal größer. Es gibt natürlich diesen ewigen Wunsch der Fürther, jedes Spiel gegen Nürnberg zu gewinnen und umgekehrt in Nürnberg, wenn wir nicht gewinnen, eins müssen wir gewinnen, das gegen Fürth. Das ist gut so, das ist Fußball, das ist das Derby, das da ist. Aber ich habe 1996, als ich in der Stadthalle in Fürth diese Fusion bekannt gegeben habe und ich habe 400, 500 Fürther, auch betagte Fürther, den Mittelstand alles eingeladen, habe ich gesagt, ab jetzt ist die Zeit der Loser, des Verlierens, des immer Klagen, des immer nach Nürnberg schauen, ist vorbei. Wir gehen unseren eigenen Weg, denn der Verein hat 40 Jahre verloren vorher und hat damit auch 2 Generationen an Fans verloren. Ich sage, jetzt schauen wir nicht mehr darüber, jetzt besinnen wir auf uns selber, auf unsere eigenen Werte, auf das, was uns stark macht. Und so sind wir auch marschiert und ich habe auch den Sponsoren dann an dem Abend gesagt, so, ich bin der neue Präsident für euch an der Stelle, damit ihr euch jetzt warm anziehen könnt.
ab morgen bin ich eins, ich will jetzt euer Herz und danach will ich euer Geld. Und dann ging es los. Und so muss das auch einfach weiterentwickelt werden mit unserem eigenständigen Weg. Und wenn wir heute hineingehen, wir hatten halt auch nie einen Vermarkter. Wir haben eine ich habe eigene Vertriebsleute, eigene Marketingleute, die wir aufgebaut haben. Und wenn wir zu unseren Kunden gehen, dann weiß der Kunde, dann weiß der Sponsor, die wollen mich, die sind selber da. Da ist der Präsident da, da kümmert sich jeder drum und die lassen sich nicht irgendwo von einem Vertrieb da, durch wen auch immer, schauen, dass wir uns an unser Geld rankommen. Und dass die Menschen uns erleben, authentisch erleben, dann müssen sie Mitarbeiter finden, die genau das, diese Vision, das, was sie haben, auch weiterleben. Und auf diesem Weg werden wir auch, wenn die Haupttribüne ist, richtig Gas geben, weil wir wollen und müssen noch mehr Menschen erreichen, und zwar so, wie wir sind. Und wenn sie das aufnehmen, dann kriegen wir sie auch, dann behalten wir sie auch und dann macht es auch Sinn. Gibt es trotzdem eine Eigenschaft, die Sie gerne vom Club für Ihren Verein hätten? Ja, ich würde gerne die Größe, das Potenzial, die Möglichkeiten haben, die der Club hat. Aber ich bin nicht neidisch in meinem Leben. Wir gehen trotzdem unseren Weg und orientieren uns auch nicht, wie viele Spielergehälter wir zahlen, was da und dort ist, sondern wir müssen unseren Weg ganz einfach gehen. Denn der Erstelle, das wird auf Würzburg auch in anderer Form zukommen. Sie reden jetzt über Stadion, Sie sprechen über das Nachwuchsleistungszentrum, Sie sprechen über viele Basics, die Sie sich erarbeiten müssen. Aber wenn wir sauer darüber sprechen, wohin der Fußball wirklich geht, was passiert denn, wenn 50+1 fällt? Was heißt das? Was heißt das für die zweite Liga? Was heißt das für Würzburg? Was heißt das für Fürth? Was heißt das jetzt, wenn jeder sich mit China beschäftigt? Ist das nur ein Thema für Bayern München? Welche Einflüsse kommen am Ende für all das, was gemacht wird, auch auf uns zu? Wenn wir uns mit dem Thema Digitalisierung reichen, die Medienlandschaft, die ganzen Themen werden sich so gewaltig verändern, bis in die Profivereine hinein. Wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns da vor? Wo finden wir unseren Platz? Was investieren wir? Was säen wir? Damit wir später auch ernten können. Jetzt rede ich über lauter solches Zeug. Dabei geht es nur um eins. Um 11, die da unten spielen müssen und die gewinnen sollen. Daniel, das sind alles Punkte. Wenn du jetzt sagst, könntest jetzt auf irgendwas aus Fürth zurückgreifen, sofort ad hoc? Ja, ich würde mir schon ein bisschen eine deutlichere Unterstützung noch von der Stadt wünschen. Also das war ein langer Weg, das habe ich auch so verstanden. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt schnell gewachsen und ich denke, da wäre es jetzt auch der richtige Zeitpunkt auch für die Stadt, dass sie da ein bisschen mehr Unterstützung zeigt. Fürth zeigt es in der direkten Nachbarschaft mit Nürnberg, dass zwei Clubs trotzdem funktionieren können, gesund funktionieren können, wie die Spielvereinigung Greuther Fürth zeigt, aber über diesen Weg auch der Transfererlöse bewusst das so geht. Das ist für Sie nicht immer einfach. Das ist für uns ganz, 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 ganz schwer, weil wir einfach Wettbewerbsnachteile haben, über die wir aber nicht reden dürfen und auch nicht wollen und auch nicht jammern. Wo kriege ich Menschen, die mit uns auf unserem Weg begleiten, wenn wir jammern und wir sagen, oh, sind wir arm dran und das ist schlecht und das ist schlecht und das schaffen wir nicht und jene schaffen wir nicht. Und wenn Sie über das Thema nur kurz Nachwuchsleistungszentren sprechen, wenn wir überlegen, was da in nächster Zeit kommt, wenn jetzt Leipzig die U23 abmeldet, dann muss man mal sagen, ist es blödsinnig, was denken sich dabei, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die, und nicht nur Leipzig, dass die in der ersten Liga mit dem vielen Geld, die erste Liga hat ihre Gewinne vervierfacht im letzten Jahr. Vervierfacht die Gewinne. Wofür werden die das Geld ausgeben? Nicht nur für Nachwuchsleistungszentren. Die werden sich die Top 12, 13, 14, 15-Jährigen holen und die werdet ihr nicht in Würzburg haben und nicht in Fürth. Und dann haben die irgendwann so viel, dass du mal irgendwann in 3 Jahren wieder Geld kriegst, wenn es dir von denen leist. Ich weiß es nicht, aber ich schließe das nicht aus. Aber das kann nicht unser Weg sein. Inwieweit lässt sich da sind wir aber beim freien Markt letztlich und den freien Entscheidungen, inwieweit lässt sich da seitens der DFL... Kann ja nicht, geht auch gar nicht. Wir müssen wachsen. Der deutsche Fußball macht einen Umsatz von 3,25 Milliarden. Und wir müssen in 6, 7, 8 Jahren 5 oder 6 Milliarden haben, sonst haben wir keine Chance, international nach England die Nummer 2 zu bleiben. Und das müssen wir, sonst geht es uns in der zweiten Liga auch schlechter. Also überhaupt keine Frage, dass das nicht möglich ist. Aber euer Trainer hat hier was Schönes gesagt. Wir müssen mehr arbeiten. Er hat zu einem Spieler gesagt, ich habe den besser gemacht, weil ich mit ihm arbeite. Und weil ich den Spieler brauche, den die Bayern nicht wollen und den die Dortmunder nicht wollen und den Hannover nicht will, weil ich mich mit ihm mehr beschäftige. Es gibt keinen anderen Weg. Mehr arbeiten und besser arbeiten. Und die Aussage, zu der stehe ich zu 100%. Inwieweit merken Sie dann aber bei solchen Aussagen, arbeiten ist jetzt ein bodenständiges Wort, inwieweit passt das noch in diese Fußballwelt, in diese auch Konsumwelt, wie wir sie alle aktuell gerade erleben?
Schauen Sie, Fußball ist eigentlich etwas Einfaches. Und Fußball ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil unserer Gesellschaft geworden. Genau wie das, was wir draußen, diese Exzesse erleben, über die wir jetzt heute Gott sei Dank überhaupt nicht sprechen, diese Gewalt, die angewendet wird, das sind ja keine Fans. Und das dürfen wir auch nicht zu den Fans zuordnen, auch nicht der Südkurve in Dortmund, sondern das sind Hooligans, das sind Menschen, die mit dem Fußball, mit dem Sport nichts am Hut haben und die wir nicht brauchen. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass diese Menschen keine Plattform bei uns finden. Und dann können ja wieder die Familien irgendwann hoffentlich wieder ins Stadion reingehen und können sich sicher fühlen und können sagen, das ist schön für mich und meine Kinder. Und das brauchen wir. Wir brauchen die Sponsoren, wir brauchen den Mittelstand und wir brauchen auch die Fans, auch die stehen, die Emotionen, die Spannung machen, die Freude verursachen und die auch einmal ihre Spruchbänder haben dürfen. Alles in Ordnung und die auch kritisieren dürfen. Aber es muss sich in anderen, wir müssen es gesellschaftlich wieder hinbringen, dass dieser Horror aufhört. Klare Worte zu diesem Thema. Helmut Hack hat es gerade eben schon angesprochen. 50+1 und gleich im nächsten Satz ist England gefallen. Inwieweit sehen Sie da auch das Spannungsfeld in Deutschland, was eine 50+1-Regel beispielsweise angeht? Ja, es ist ja klar, wir sind uns, wer sich mit dem Thema etwas intensiver beschäftigt, der weiß ja, dass dieses 50+1 juristisch auf wackeligen Füßen steht. Es ist klar, es ist ja ein Stückchen aufgeweicht worden, es gab eine Entstehungsgeschichte, warum überhaupt Werksclub wie Leverkusen und wie Wolfsburg das einfach machen durften. Dann sind Regelwerke geschaffen worden. Was heißt 50+1? Wie viele Investoren dürfen wir haben? Die Bayern haben ja auch 3 Investoren. Dortmund ist ja auch eine AG, die da ist. Und dann ist einfach der Modus geschaffen worden, wenn jemand 20 Jahre, wie Hoffenheim und Hopp ist das Beispiel dafür, wenn jemand 20 Jahre einen Verein nachhaltig unterstützt, dass er dann auch die Mehrheit erwerben darf. Das war so ein irgendwo Kompromiss, der dahin geht. Aber für das alles, wie dieser Fußball sich internationalisiert, wird das nicht aufzuhalten sein, weil viele Investoren, es ist auf dieser Welt halt unglaublich viel Geld da, das leider nicht nach Würzburg geht und leider nicht nach Fürth geht. Aber Sie haben gesagt, Sie dürfen nicht jammern. Bitte? Sie haben gesagt, Sie wollen nicht jammern. Leider ist das kein Jammern, das war eine Feststellung. Das war eine Feststellung. Nicht dahin geht. Und dieses Geld sucht Anleger. Und Fußball ist ein wunderbares Thema dafür. Und aus diesem Grunde ist es klar, wenn Sie schauen, was ist in England passiert. In England war es am Anfang war das so, dass es Mäzenentum war. Inzwischen verdienen die in Chelsea Geld. Und es ist klar, Fußball ist ein Geschäft, was mir keinen Spaß macht, aber wenn ich sagen muss, das, was geschäftlich ist, das schmeiße ich alles weg, das ignoriere ich, dann wird es in Fürth oder in Würzburg kein Profifußball geben. Also wir nehmen mit, Identität auf jeden Fall nicht aufgeben, nicht für jeden Cent dieser Erde. Und wir nehmen mit, arbeiten, jeden Tag aufs Neue und Sponsoren in die Herzen schließen. Und noch ein bisschen mehr, in 5 Jahren werdet ihr noch über andere mehr Dinge, über Investoren und über strategische Partner ganz sicher nachdenken müssen. Wollen wir wetten? Wir sehen uns spätestens oder hoffentlich in 5 Jahren wieder hier in gleicher Runde, in der gleichen Liga. Ich glaube, würde... Da bin ich zu alt dann, also dann müsst ihr an die Jungs suchen. Da würden wir es unterschreiben. Lassen Sie uns kurz noch auf den Freitagabend blicken. Daniel, du darfst die Vorlage geben. Inwieweit sieht es aus, Freitagabend? Wir sind nicht mittelbar beteiligt, wir können nur von der Tribüne aus zuschauen und hoffen, dass eine Serie zu Ende geht. Ja, natürlich hoffen wir das, aber ich glaube, es ist auch bewusst, dass das wirklich ein sehr, sehr schweres Spiel werden wird. Die Fürther spielen aktuell sehr erfolgreich und spielen auch einen sehr guten Fußball. Und daher ist für uns jedes Spiel in der zweiten Liga einfach auch ein Highlight, das wir genießen sollten. Und von daher, denke ich, können wir uns auf Freitag auf ein Flutlichtspiel freuen, auf ein Derby freuen, viel Brisanz freuen, Atmosphäre freuen und wie gesagt, es wird ein heißer Tanz und ich möchte jetzt keinen Tipp hier herausgeben, war in der Saison schon öfter falsch gelegen, von daher lasse ich das und wie gesagt, wir freuen uns auf das Spiel, wird ein geiles Erlebnis und der Bessere soll gewinnen. Herr Hack, inwieweit haben Sie die fränkische Tabelle schon im Kopf oder gar nicht? Ich war ohne Ende glücklich, dass nach der schweren Zeit, die wir im Herbst hatten, als wir 28 Punkte hatten.
Weil ich weiß, 28 Punkte, wie sagen wir in Franken, dann kannst ganz vorsichtig nachschauen. und das war sagen Sie den Würzburgern jetzt hier, die jetzt alle schon... Moment, das war für mich einfach wichtig, weil ich einfach einen riesen Respekt davor habe, wie es in dieser zweiten Liga auch laufen kann. Wenn Ihnen jemand gesagt hat, St. Pauli ist Tabellenletzter, ist da hinten, Karlsruhe ist da hinten. Wenn wir sagen, wie schwer sich 60 mit den vielen Millionen wieder tut, dann müssen wir doch sehen, dass die blöd sind, die auch nicht alle, dass das schwer ist, dass es ganz schnell auch anders gehen kann. Und mit Dippen brauche ich überhaupt nicht mitmachen, weil ich das nie gemacht habe. Ich habe nie Lotto gespielt, habe auch nichts gewonnen im Lotto dadurch. Ich habe auch nie getippt, ich habe auch nicht irgendwelche Spieleinsätze gemacht. Ich habe gerade zu dem Bernd Hollerbach gesagt, für mich sind Freitagsspiele die schönsten Spiele. Unter einer Voraussetzung, wenn wir gewinnen. Schönes Schlusswort. Wir sagen vielen, vielen Dank für den Besuch heute Abend hier. Vielen, vielen Dank, Helmut Hack. Und unserem Vorstandsvorsitzenden Daniel Sauer, vielen Dank auch dafür. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen hier beim Rothosentalk im Würzburger Maritim Hotel. Und eines können wir Ihnen versprechen, wir sehen uns garantiert bald wieder. Die meisten hoffentlich am Freitagabend Flutlicht gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Bis dahin, machen Sie es gut. Vielen Dank.